Siehst du, es geht. Ja! Jetzt, da die Elfen keine Chance mehr haben, den Herzkristall zu vervollständigen, wird uns doch der Meister erlauben, den Rest des Tages freizunehmen und zu feiern. Und zwar meinen Sieg. Moment, was meinen Sie mit meinen Sieg? Ich habe ja wohl zuerst getroffen. Tengini. Ich hab die Verantwortung. Deshalb trägt der Sieg auch meinen Namen. Tengini. Es war nicht Ihre Idee, auf die Flügel zu ziehen. Tengini. Sie sind nicht der geringste Schmetterling. Was? Das kann nicht sein. Verdammte Elfen. Fadel, ich muss schon sagen, dieses Mal bin ich ziemlich beeindruckt. Warte, bis du die Heckflossen in Aktion siehst. Ich denke eigentlich nicht, dass wir die brauchen, also... Ich will ja nicht unterbrechen, aber wir haben Gesellschaft. Und dieses Mal sorgen sie dafür, dass die fette Motte nie wieder fliegt. Nie wieder! Ja gut, oh, sie inspirierende Anführerin. Angriff! Keine Sorge, Bella. Wir haben das im Griff. Wie recht du hast. Ich habe meine Meinung geändert. Wir sollten die Heckflossen benutzen. Links. Links. Das andere links muss. Ich weiß nicht wieso, aber es tut nicht das, was ich will. Kletter nach vorn, du übernimmst jetzt. Oh, Fadel, du hast die Leine falsch rum verbunden. Fadel! Okay, rechts ist links und links ist rechts. Konzentriert euch auf den Schmetterling, ihr Tölpel! Konzentrieren Sie sich darauf. Brillant. Gut gemacht, Onshaw. Seht mal, die können vielleicht fliegen. Als wollte sie landen. Seht euch die Blüten an, wie das Orakel gesagt hat. Du findest den Schatz in den Blüten so fein. Sie hat es geschafft, trotz aller Schwierigkeiten. Ich habe das Gefühl, sie wird schnell Freunde finden. Das wirst du nicht mehr brauchen, meine große Schöne. Heb mich hoch. Was ist? Herzkristall in dieser Blüte gefunden. Ja. Danke, Bella. Du warst eine sehr große Hilfe.